inzwischen auch schon zu einer festen Größe in Adelsheim geworden ist. So schafft der Videokünstler neue künstlerische Traditionen, nutzt das Geschenk des Familienbesitzes und gibt der Öffentlichkeit etwas davon ab, in Form von Botschaften, Anregungen, Impulsen oder einfach nur schönen Bildern. Wenn dann im Idealfall das Adelsheim leuchtet, in 50 Jahren auch noch existiert und sich noch weiterentwickelt hat und man sagen kann, okay, das hat einer aus dieser Familie Adelsheim, die seit Jahrhunderten in diesem Ort existiert, gemacht, dann kann ich vom Friedhof eigentlich mit einem gewissen Lächeln dann aufs Städtchen runterschauen und freue mich. Tradition spielt auf jeden Fall eine große Rolle, der Begriff Tradition. Und natürlich die Verpflichtung, gerade Gebäude spielt auch eine zentrale Rolle, weiter in die nächste Generation zu retten und das mit viel Engagement zu tun. Also ganz wichtig ist sicher dabei Herzblut. Und wenn man das nicht hat und wenn man die Liebe für die Gebäude nicht hat und auch den Spaß an der Sache nicht hat, braucht man eigentlich diese Sache nicht zu tun. Und dann würde es auch zum Scheitern verurteilt sein. Also ich glaube, alle, die heute irgendwie überleben wollen, müssen irgendwann Spaß auch dabei haben. Als sie ihren heutigen Ehemann kennenlernte und er sich mit Götz von Berlichingen vorstellte, glaubte sie an einen Scherz. Doch mit der Zeit lernte die Frau aus dem Bürgertum viel über die Gepflogenheiten in einer alten Adelsfamilie, in der der Erstgeborene traditionell nach dem berühmten Haudegen aus dem Mittelalter benannt wird. So heiratete Birgit Meyer den 18. Götz von Berlichingen und mit ihm ein Stück Geschichte. Also es war bei uns jetzt so, dass wir 11 Jahre vor unserer Hochzeit schon befreundet waren. Ja, das ist also ein langer Vorlauf und wir haben zusammen studiert in Passau, später in Heidelberg, ich war in Frankfurt. Also das ist jetzt nicht so ein Schnellschuss, dass man plötzlich irgendwo hingeworfen wird, da ist und sagt, jetzt habe ich mit dieser Geschichte zu tun, sondern es hat sich lange angebahnt und die Verantwortung, die man dann natürlich hier vor Ort übernimmt und viele Dinge, das hat sich eigentlich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es für mich jetzt völlig unerwartet war und ich da plötzlich in eine Welt kam, die jetzt ganz neu war und ich ganz überrascht war. Dass ein Leben in Jagsthausen ohne den alten Götz nicht denkbar ist, auch daran hat sich die Historikerin gewöhnt. Schuld daran ist Meister Goethe, der den Provinzritter weltberühmt gemacht hat. Mit seinem Schauspiel Götz von Berlichingen, das seit 1950 auf der Götzenburg im Sommer aufgeführt wird. Während der Ritter nach mittelalterlicher Macho-Manier keine Feder ausließ und bekanntermaßen seine rechte Hand auf einem Schlachtfeld verlor, kämpft der heutige Götz von Berlichingen friedlich gegen einen abstrakten Paragraphendschungel, in dem er vielleicht mal die Nerven, aber beruhigenderweise nicht die Hand verliert, denn er ist Rechtsanwalt. Für uns hat er die legendäre Hand aus dem Banksafe geholt, wo sie den Winter verbringt. Im Sommer ist sie eiserne Zierde des Burgmuseums, in dem auch der gewaltige Stammbaum der Familie die Wand hinaufwächst. Vom Ritter bis zum Rechtsanwalt sind es rund 500 Jahre kontinuierliche Familiengeschichte. Alle 18 Götz von Berlichingen sind Stammhalter im wörtlichen Sinn. Aber kann man mit dem Namen überhaupt anders? Man kann natürlich entrinnen, das ist keine Frage. Aber die Frage ist, ob man es will. Und ich habe mich für meine Generation dazu entschieden, dieses, was ich ererbt habe, einfach versuchen, in die Zukunft zu retten. Was in der heutigen Zeit sicherlich nicht einfach ist, da die Kosten überall ansteigen. Und wir versuchen müssen, mit neuen Ideen dieses Unternehmen einfach weiterzuführen. Ich habe immer noch genug Freiheit, Dinge zu tun, die ich auch gerne tun möchte.
Und dieser Rahmen, der ja mir hier sozusagen von Geburt her vorgegeben worden ist, der ist zwar da, aber er ist trotzdem also auch eine relativ große Spielwiese, um sich auszutoben. Man muss dort nicht unbedingt jetzt daran denken, dass man gefesselt ist oder in sonstiger Weise hier bevormundet ist durch den Besitz selber. Ganz im Gegenteil. Es gibt so viele Möglichkeiten, die einem auch mit einem solchen Besitz mitgegeben werden. Und die sollte man eben nutzen. Und das macht ja auch Spaß und Freude. Die Erfüllung ihrer Familienpflichten scheint den vier Adeligen mehr Lust als Last zu bereiten, trotz aller finanziellen Schmerzgrenzen, an die sie bisweilen stoßen. Das freut auch uns, die sogenannten Bürgerlichen, die wir meist nicht mit Wäldern und Feldern gesegnet sind, da wir hoffen können, dass Adelige sich auch in Zukunft der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet fühlen. Und zwar nicht nur durch manchmal eintrittsfreie Rockkonzerte wie hier in Hainsheim, wo der Schlossherr persönlich singt. Verpflichtung der Öffentlichkeit gegenüber meint vielmehr, dass der Adel seine Schlösser und Burgen auch deshalb in Schuss hält, weil sie ein Stück Landesgeschichte sind. Und die geht uns alle an. Wer hat durch sein Erbe schon solche Möglichkeiten, sagte Felix von Ragnitz so treffend. Der Staat hat sie nicht. Er muss sich auf das Pflichtgefühl in diesen uralten Familien verlassen können, zu deren Reichtum das einst gemein genannte Volk schließlich nicht unwesentlich beigetragen hat. Wenn Adel also immer noch verpflichtet, dann ist er auch im 21. Jahrhundert kein alter Hut. Growing old, but you're almost dead. You don't want to give up the game. You hold on tight, I feel for you. Final score is lost. Nothing and no one can change the plot. It's getting thin when you breathe a lot. Kriegsgeschichten. Die Themenwoche in Dreisat. Eine Flüchtlingsfamilie sucht Zuflucht in der hessischen Provinz. Flittchen! Bei Menschen, die ein schreckliches Geheimnis haben. Ein Dorf schweigt. Heute um 20.15 Uhr. Schloss Ahrental bei Sinzig ist seit gut 200 Jahren im Besitz der Grafen von Spee. Doch Dominik von Spee hatte nie hier gelebt. Über 30 Jahre lang war das Schloss verpachtet. Der sehnlichste Wunsch des Grafen, Ahrental wieder in die Hände der Familie zu bringen. Vor 2,5 Jahren war es endlich soweit. Ich hatte eigentlich immer den Wunsch, auch im Schloss mich niederzulassen. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen standesgemäß. Ich bin ja auch darauf hintrainiert worden. Da freut man sich natürlich auch, wenn man so ein schönes Haus hat, dass man das bewohnen kann. Und so habe ich mich dann mit dem Pächter auseinandersetzen müssen, dass dann wirklich auch mit Ablauf des Pachtvertrages ich dieses Schloss übernehmen kann. Der Einzug liegt vorerst aber noch in weiter Ferne, denn der Graf braucht dringend Kapital. Deshalb hat Dominik von Spee die Säle im Parterre renoviert und vermietet sie für Hochzeiten und Feste. Feiern in herrschaftlichem Ambiente. Die Geschäftsidee kommt gut an. Anpacken muss der Graf aber trotzdem noch. Die Zeiten sind vorbei, wo man Bedienstete hatte und einen Butler. Ist vielleicht ganz schön, wenn man das so im Fernsehen ab und zu mal sieht, aber eigentlich muss man hier anfassen. Das ist, also, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich mache es auch gerne. Hier wird alles gemacht.
Also ich bin auch schon mal angesprochen worden. Ich war mit schön in schmutziger Kleidung mit dem Mistgabel im Stall ausmisten. Dann kamen Besucher dabei und fragten, ja, wo denn hier der Graf wäre und so. Ja, sage ich, der Graf steht gerade vor Ihnen. Dann ging das Gesicht ein bisschen runter und so. Aber das ist heute, so ist das heute. In den oberen Stockwerken bröckelt noch gewaltig der Putz. Für die beiden Söhne des Grafen ist das Schloss ein riesiger Abenteuerspielplatz. Sie sind fast täglich hier und gehen auf Entdeckungsreise. Derweil entdeckt der Vater immer wieder neue Katastrophen. Das Dach ist undicht, es regnet rein. Ja, Baustellen habe ich genug hier, ne? Also wir, im Moment arbeiten wir wirklich nach dem Prinzip, erstmal die dringendsten Sachen machen, um das Ding zu erhalten. Und dann gehen wir ins Detail. Verlässt sich manchmal der Mut, wenn Sie daran denken? Ja, ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Also wenn ich eher depressiver wäre, dann hätte ich längst aufgegeben. Also es macht schon Spaß, auch weiterzumachen. Und Sie können mich morgens anrufen und mich fragen, wie es mir geht. Ich sage fast immer, mir geht's super. Gelassen bleiben und nach machbaren Lösungen suchen. Das ist das oberste Gebot auf Schloss Ahrental. Denn nur Schritt für Schritt und mit viel Einsatz kann der Graf sein Schloss erhalten. Die Gräfin, eine Geborene von Lohe, scheut die viele Arbeit, die ein Schloss mit sich bringt, nicht. Ja, also wir sind schon von unseren Eltern so erzogen worden, dass man so ein Gut mal irgendwann übernehmen muss. Also bei meinen Eltern war es jetzt nicht so extrem, weil unser Schloss existiert nicht mehr. Das ist im Krieg zerbombt worden. Aber wir haben auch einen landwirtschaftlichen Betrieb und ein Gehöft und immer Tiere gehabt, Landwirtschaft. Und auch das wird erhalten und gehört zur Familientradition. Hier ist es natürlich alles noch mal eine Runde größer. 800 Quadratmeter Schloss erhalten und in Einklang mit dem Denkmalschutz renovieren. Eine Herausforderung, die dem Vater des Grafen zu groß war. Dominik von Spee hat es nicht weit, wenn er ihn besuchen will, denn sein Vater lebt in einem Bungalow im Schlosspark. Ach, Chef. Hier hat Roderich von Spee sein Büro, von wo aus er den Familienbesitz lange Zeit verwaltete. Landwirtschaft und Waldbesitz, auch das gehört zu Ahrental. Mittlerweile hat er die Leitung an seinen Sohn abgegeben und kümmert sich nur noch um die Forstverwaltung. Das hier direkt kopieren. Es ist wichtig, dass die Leute jünger an sowas rankommen, damit sie auch Interesse dran haben. Je später man da dran kommt, desto weniger Interesse hat man für sowas. Sonst, wenn sie 60 sind, dann interessiert sie ein Umzug überhaupt nicht mehr. Ne? Da würden sie nie mehr da in das Schloss reingehen. Wenn man seine Ruhe haben. Dann will man seine Ruhe haben. Ne? Und so ein Schloss ist ein dauernder Unruheherd in Bezug auf Witterung. Also irgendwas, entweder friert es oder es regnet rein, aber er macht das prima. Also ich hätte das nicht so gemacht. Ich hätte das Schloss immer noch in die Luft gesprengt. Heute ist er froh, dass es so weit dann doch nicht gekommen ist. Den Komfort in seinem Bungalow möchte er nicht mehr missen. Seine Frau, Gräfin Margit von Spee, genießt auch heute noch die Wärme in ihrem Haus. Nach ihrer Heirat hatte sie ein Jahr lang im Schloss gelebt und erbärmlich gefroren. Fand ich äußerst mühselig, da haben wir unser Kind gekriegt und da hatten wir also natürlich auch so ein Öfchen und damals hatten wir natürlich keine 7 Leute Personal mehr und auch keine 10 und überhaupt kein einziges. So ist dann leider auch geblieben und dann hat mein Mann morgens früh, musste der um 4 Uhr aufstehen und den Ofen heizen, weil wir das Kind gewickelt hatten, damit das ein bisschen warm im Zimmer war. Das hat man unter der Bettdecke gemacht. Roderich von Spee sitzt seit einem Jagdunfall im Rollstuhl. Sein Glück, dass er schon damals im Bungalow wohnte. Die Zeiten, in denen im Schloss viel Personal für Komfort und Wärme sorgte, kennt er nur noch aus Erzählungen. Damals hatte man so viele Leute beschäftigt, die im Winter nichts zu tun hatten. Und da waren 7 Mann beschäftigt, die taten nichts anderes wie im Schloss, die ganzen Öfen heizen, Holz zubereiten und so weiter. Und das war einfach das Billigste. Das waren die Säle unten, das waren die Wohnzimmer der großen Familie mit 10 Kindern und entsprechendes Hofen und Hauspersonal. Aber ich habe das alles nicht mehr erlebt.
hatte vor allen Dingen nicht mehr so viele Leute, die also dann das Holz beischleppten, damit man das alles warm halten konnte, heizen konnte. Riesenfenster, die Räume bis 6 Meter hoch. Ja, als wir Kinder waren, mussten wir dann sehr früh schon die Briketts schleppen, um die Öfen zu heizen, nicht? Also das war dann etwas unangenehm. Herrschaftlich im Schloss residieren, das kann sich auch Sohn Dominik vorerst nicht leisten. Er hat sich in der Vorburg eine kleine Wohnung ausgebaut. Früher hatten hier an die 100 Landarbeiter gelebt. Heute ist nur noch ein Mitarbeiter im Forst übrig geblieben. Dominik von Spee muss überall selbst anpacken. Vor kurzem hat er auch noch die Bewirtschaftung der 385 Hektar Mischwald übernommen. Der alte Forstarbeiter, den wir hatten, also nach dem Unfall meines Vaters, der sitzt ja, ich war damals 9, seitdem sitzt er im Rollstuhl. Er hat mir von Anfang an immer alles beigebracht. Immer gesagt, wie man das macht, wenn man Bäume aushackt, also mit der Axt, dass man auf der richtigen Seite steht und. Ne? Und so kommt man halt dazu. Und wenn man es kann, dann ist es ja auch leicht und es macht Spaß, hier in der Natur zu arbeiten. Vor allem aber kam ihm eine geniale Idee bei der Waldarbeit. In seinem Forst liegt jede Menge Brennholz, schiefe und zu kurze Baumstämme, die nicht zum Verkauf taugen. Warum also nicht das Schloss wieder mit Holz heizen? Eine moderne Holzschnitzelheizung, die Lösung für Schloss Ahrental mit seinen 31 Zimmern und Sälen. Wir beheizen jetzt auch Räumlichkeiten, die man vielleicht mit Öl nicht beheizen würde. Tut natürlich dem Gebäude gut. Wenn die Feuchtigkeit rauskommt. Und das ist der Vorteil, wenn man sein eigenes Material verbrennen kann. Das ist eine Standortaufwertung für uns. Wir vermarkten das auch, dass wir umweltfreundlich heizen hier. 40.000 Liter Öl weniger verbrannt, das ist schon was. Das Holz kommt, in kleine Holzschnitzel zerhackt, vollautomatisch in die moderne Heizungsanlage. Wenig Arbeit für den Grafen und eine große Ersparnis. So, das ist der Ofen. Kann man mal reinschauen. Man müsste jetzt noch einen Einschub haben, wo man dann Brot backen können und Pizza. Unter die Pizzabäcker muss der Graf aber wohl doch nicht gehen. Mit seiner modernen Heizanlage läuft die Vermietung des Schlosses auch im Winter. Am Wochenende ist es wieder soweit. Ein festliches Essen ist gebucht. Die ganze Familie packt mit an. Die Tische baut der Schlossherr wie bei den meisten Veranstaltungen gemeinsam mit dem Caterer auf. Aus einfachen Biertischen soll eine feierliche Tafel werden. Das meiste so in Ahrental, also die Arbeit von den Gärtnern, von den Chauffeuren, von den Treckerfahrern und so weiter, das wird eigentlich fast alles von meinem Sohn gemacht. Auch die Reparaturen, aber Langeweile kommt da nicht so schnell auf. Aber es ist interessant, finde ich, dass es trotzdem irgendwie geht. Es bleibt ganz vieles ungemacht und ungetan, aber trotzdem geht es irgendwie, nicht? Margit Gräfin von Spee kommt ebenfalls aus adligem Hause. Sie ist Grafikerin und übernimmt bei den Veranstaltungen die Dekoration. Ihr Sohn hatte eigentlich immer davon geträumt, im Schloss zu wohnen. Platz gäbe es ja genug, aber im Moment kann der Graf nicht auf die Einnahmen aus den Veranstaltungen verzichten und die laufen besser als er hofft. Das kleine Zubrot entwickelt sich aber eigentlich zur Haupteinnahmequelle auch von Schloss Ahrental. Also wir hatten letztes Jahr, obwohl es das erste Jahr war, wo wir das voll unter Regie hatten, hatten wir schon über 40 Veranstaltungen hier mit über 3.600 Gästen. Und ohne Fremdkapital können wir so ein Ding nicht erhalten. Also das betrifft ja auch die Vorgebäude da unten, da haben wir Büros etabliert. Wir haben Gewerbe angesiedelt da und nur so können sie so ein Gut überhaupt nach vorne bringen. Auch die junge Gräfin hatte lange Zeit gehofft, in die oberen Räume im Schloss ziehen zu können. Doch daraus wird vorerst wohl nichts. Wir haben halt durch diese Veranstaltung so eine Lärmbelästigung. Es ist am Wochenende fast immer eine Feier hier und das schallt bis in den dritten Stock. Je nachdem, wie laut die Musik gemacht wird. Und das wäre auch mit unseren Kindern dann problematisch. Wir haben in der Vorburg eine sehr schöne Wohnung. Das ist schon für uns im Moment die bessere Lösung. Wenn sich das mal ändert
und wir nicht mehr so darauf angewiesen sind, das fremd zu vermieten, dann wäre es schon toll. Auf jeden Fall. Einen anderen Traum konnte sich Birgit von Spee auf Ahrental allerdings verwirklichen. Sie züchtet, wie ihr Vater auf seinem Gut, Holsteiner Pferde. Für ihre Pferde hat die passionierte Reiterin einen geräumigen Stall eingerichtet. Und meine Schwestern und ich sind mit Pferden groß geworden. Also wir haben erst Ponys gehabt und sind die dann aber erst natürlich freizeitmäßig, aber dann auch Turnier geritten. Also wir haben recht lange Reit- und Pferdeerfahrung. Mit Runterfallen und allem. Auf Ahrental gibt Birgit von Spee Reitunterricht und hat neben ihren eigenen auch noch Pensionspferde. Oh ja. Eins, zwei, prima. Gut machst du das. Ihre Söhne konnte sie noch nicht fürs Reiten begeistern. Die fahren lieber Fahrrad oder spielen Fußball. Im Schloss sind ihr Mann und ihre Schwiegermutter bei den letzten Vorbereitungen. Wie immer macht Dominik von Spee eine Lichtprobe. Der junge Graf ist zufrieden. Die Gäste können kommen. Und so bleibt auch heute wieder einmal etwas Zeit zum Ausreiten. Bei aller Arbeit. Das Leben auf einem Schloss hat eben auch seine Annehmlichkeiten. Und für ihre Zuchtpferde hat Birgit von Spee auf dem Gut Weideland in Hülle und Fülle. Also das Züchten ist für mich mehr das Hobby. Sie werden dann aber natürlich auch verkauft als junge Pferde, als Fohlen teilweise und möglichst dann in gute Sporthände, damit man sie dann auch später mal wieder sieht, mal wieder was davon hört. Das ist immer der Traum jedes Züchters, dass er sein Pferd dann mal im Fernsehen wieder sieht. Aber es ist natürlich kein finanzielles Standbein. Es ist schon irgendwo nur Hobby. Am nächsten Tag hat sich Familienbesuch angekündigt. Der jüngere Bruder des Grafen ist von Düsseldorf nach Sinzig gekommen. Guido, Graf von Spee, ist General Manager der Nobel-Automarke Bentley und fährt gerne rasant. Hier oben. Hi Dominik. Wie geht's? Alles klar? Ja klar, sowieso. Gute Fahrt gehabt. Wie immer, 48 Minuten. Ja. Ja gut, dann kommen wir rein. Ja. Dominik von Spee hat seinen Bruder zum Essen eingeladen. Oh, guck mal, siehst du? Auch die Schwester der beiden, Franzis, Gräfin von Spee, ist zu Besuch gekommen. In der Familie hatte es nie Streitigkeiten um das Erbe gegeben. Wie bei den meisten Adligen hat der älteste Sohn Schloss und Hof übernommen. Also das übernehmen wollen würde ich nicht. In dem nicht. Ich war selig. Ich muss gestehen allerdings wirklich, ich habe größte Bewunderung für meinen Bruder, dass er das macht. Und dass er da die Tradition aufrechterhält, das ist nämlich wirklich nicht gegeben unter normalen Umständen. Es ist einfach eine Fügung, dass alles so ist, wie es gekommen ist. Ich habe ja einen Beruf, der mir viel Spaß macht. Ich lebe in der Stadt, ich lebe gerne in der Stadt, lebe aber auch gerne hier. Aber die Frage hatte sich ja nie gestellt. Deswegen sind wir eigentlich alle sehr happy mit der Lösung. Mein Bruder ist ja der perfekte Mann für dieses Anwesen hier und hat das perfekt unter Kontrolle. Ich weiß nur, dass dieses eine von diesen Zimmern da oben, weißt du noch, das war ganz leer, der ganze Boden war. Am Nachmittag schwelgen die beiden in Erinnerungen. Da vorne gab es diesen fiesen Ziegenbock, der hat uns immer gestritten und der Schäferhund von Fritz war auch nicht der Generation netteste. Ihre Großmutter hatte noch im Schloss gelebt, aber nur einen kleinen Flügel bewohnt. Als die beiden Kinder waren, standen die meisten Räume leer. Jetzt zeigt ihnen ihr Bruder stolz die renovierten und festlich hergerichteten Säle. Also ich finde das ganz unwirklich. Ich finde es toll. Ganz toll. Gefällt mir sehr gut. Als ich hier Kind war, waren die Räume alle abgesperrt.
Und dann waren alles voll mit Möbeln, also ganz eng zusammengestellt und immer nur mit riesigen weißen Leinenlaken zugehangen. Und überall, wo man so guckte, wo mal Lebewesen waren, das waren diese Fliegen. Die waren immer alle, überall waren diese dicken, fetten, toten Fliegen. Und wenn man so, das raschelte fast so, wenn man die Tür aufmachte und da kam so ein Lümpf, es war fast wie so ein Fliegenrascheln. Das hat mich wahnsinnig fasziniert als Kind. Während die kleinen Grafen ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, kommt langsam wieder Leben in das alte Gemäuer. Der Caterer wird an diesem Abend ein 5-Gang-Menü kredenzen. Die Köche richten die Vorspeisen. Theatereffekte. Darauf hat sich der Graf spezialisiert. Mit diesen Lampen, sage ich mal, bring ich so meine persönliche Note in diese ganze Eventgeschichte. Ein anderer Vorteil ist auch, durch die Farbfilter werden die nicht so perfekt renovierten Stellen so ein bisschen kaschiert auch. Und wenn es nachher dunkel ist, ist das eine ganz tolle Atmosphäre. Das ist wie so ein, andere machen es mit Kerzen, ich mache es mit Scheinwerfern. Die Gäste sind von ihrer Oldtimer-Rallye gekommen. Der Graf richtet zum letzten Mal die Scheinwerfer und überlässt den Gästen sein Schloss. Ich ziehe mich jetzt zurück, komme vielleicht heute Nacht noch mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Ansonsten habe ich hier mein Telefon, wo meine Mitarbeiter mich anrufen können jederzeit. Aber das geht jetzt von alleine. Der Kunde ist zufrieden, das habe ich schon gesehen. Alle sind beeindruckt, finden das Ambiente passend, auch für ihre Art des Events mit ihren Autos und so. Also das ist schon gelungen, das wissen wir jetzt schon. Am Anblick seines illuminierten Schlosses kommt der Graf schon mal ins Schwelgen. Am nächsten Tag landet er dann aber recht schnell wieder auf dem harten Boden der Tatsachen. Volker Esch ist gekommen. Der befreundete Architekt hat schon viele Umbauten im Schloss begleitet. Jetzt braucht Dominik von Spee seinen Rat, denn für den ersten Stock hat er eine neue Idee. So, hier kommt das Besprechungszimmer rein, was wir so geplant haben. Ja. Ganz exklusiv ausgestattet. Ja. Kann ich so nebenan gehen oder kriegen wir am besten mal die Zeichnung? Ja. So. Die neueste Version. Ja, und hier in dem Bereich möchte ich so eine Art Raucherzimmer, Raucherclub etablieren. Ja. Wie kam das mit dem Club? Wie kam die Idee? Ja, die Idee ist eigentlich, kam über befreundete Unternehmer auch, die immer sagten, wir müssen irgendwie was Schönes machen und so. Da sage ich, ich habe sowieso was vor, ich will da so einen Zigarren-Raucher-Club machen, wo man auch einen guten Cognac noch trinken kann und einen Whisky und vielleicht auch einen dezenten Fernseher in der Ecke und einen Kamin in der Ecke, wo man so richtig gemütlich mal so 2-3 Stündchen entspannen kann. Also wir haben angefangen vor 14 Jahren mit der ersten Vision. Da wurden die Stallungen vorne und die Gesinderäume umgebaut und habe ich schon gedacht, naja, Dominik, wir versuchen es. Und er hat alles bis jetzt einwandfrei realisiert. Ja. Also aber Sie waren sehr skeptisch. Sehr skeptisch, denn es ist ein sehr, sehr hoher finanzieller Aufwand. Ich kenne die Dachkonstruktion. Ich kann es im Moment noch nicht schätzen. Also es wird ein sehr, sehr hoher finanzieller Aufwand werden. Mit Sicherheit ein 6-stelliger Eurobetrag. Nur für die Dach, die Reparaturen, die notwendigsten Reparaturen. Ja. Also hier innen drin, okay, hält sich in Grenzen, weil er unwahrscheinlich viel selber macht und sehr viele Freunde hat, die ihm helfen. Denn ansonsten wäre es nach meiner Meinung gar nicht umzusetzen. Viele Probleme mit morschen Fußböden und kaputten Decken. Warum eigentlich nicht alles verkaufen? Mein Herz hängt hier am Schloss und auch an dem Forst und an den Menschen, die hier leben. Also von daher, die Spees verkaufen nichts. Die Japaner, die wollten hier mal ein Golfhotel machen und Golf, weil 65 Hektar Land, landwirtschaftliche Flächen dabei sind, das wäre geeignet gewesen. Aber das macht die Familie nicht. Dafür sind wir 200 Jahre hier und das geht nicht. Zum Glück hat seine Frau ebenso viel Liebe zum Schlossleben entwickelt wie er. Eigentlich blieb ihr ja auch gar nichts anderes übrig. Als wir uns kennengelernt haben, da musste ich also wirklich meinen Zeitplan sehr nach ihm ausrichten, weil immer irgendwelche Bauarbeiter gerade da waren. Und Fazit war, dass es für mich immer viel leichter war, hierher zu kommen und auch den Spachtel in die Hand zu nehmen. Also ich kann jetzt verfugen, ich kann tapezieren.
Anpacken und neue Ideen entwickeln, das ist die Devise des Grafen. Über 3000 Quadratmeter Gebäudefläche hat er unter seiner Verwaltung. Da muss er sich schon etwas einfallen lassen. Einen Teil der Vorburg hat er an eine Computerfirma vermietet. Diesen Flügel will er jetzt für Seminare anbieten. Hier sollte eigentlich eine ausgefallene Geschäftsidee realisiert werden. Doch die ist geplatzt. Hier war ein ganz feines Dental-Design-Studio geplant, mit angeschlossener Zahnklinik. Die Idee war eigentlich, dass Kunden aus Fernost über Köln-Bonn eingeflogen werden sollten, mit dem Shuttle nach Schloss Arental und dann hier in diesen top-modern ausgestatteten Büros und Laboren behandelt werden sollten. Ich kann mich allerdings nicht lange mit sowas belasten, weil man muss nach vorne denken, damit es einfach weitergeht, weil sonst blockiert man sich selber. Davon kann beim Grafen wirklich nicht die Rede sein. Sich in Ideen festzubeißen, das ist nicht sein Ding. Er konzentriert sich lieber auf das, was läuft. Im Sommer hat Dominik von Spee jedes Wochenende Veranstaltungen im Schloss und ist voll und ganz mit der Organisation beschäftigt. Spee, hallo? Die Buchungen laufen zwar übers Internet, persönliche Beratung ist aber immer gefragt. Erst vor 2,5 Jahren hat der Graf das Schloss übernommen. Mittlerweile ist Arental fast schon sein Fulltime-Job. Wir haben hier verschiedene Betriebe. Das ist die Forstwirtschaft, dann die Landwirtschaft, Pensionspferde, Vermietung und Verpachtung von Büros und gewerblichen Räumen und eben diese Veranstaltungspart. Inzwischen ist der Part Veranstaltung so groß geworden, dass wir damit schon so die Hälfte des Gesamtumsatzes durch diese Veranstaltung erzielt wird. Ich bin auch, wenn das nicht immer so aussieht, damit rund um die Uhr beschäftigt. Vor allem Hochzeitsgesellschaften kommen gerne auf das Schloss. Dominik von Spee hat seine eigene Hochzeit hier gefeiert und hatte damals einen kleinen Saal in der Vorburg ausgebaut. So kam er zu einem Veranstaltungssaal und der Idee, für Hochzeitsfeiern zu werben. Sein Trumpf ist die kleine Schlosskapelle, in der sich Brautpaare das Ja-Wort geben können. So, hier sind wir in der Schlosskapelle. Die Schlosskapelle ist dem heiligen Johannes geweiht. Heute finden hier viele Hochzeiten statt. Auch mal Familienjubiläen. Meine Söhne sind hier geboren, getauft. Da oben ist die Empore, da steht ein altes Harmonium, ein Steinway 1904, funktioniert auch noch, wird auch häufig benutzt hier. Hier hat die Familie eigentlich sonntags ihre Messe abgehalten. Und die ganzen Landarbeiter, die es hier gab, die kamen dann dazu. Und dadurch auch diese recht große Kapelle. Es gab bis zu 100 Mitarbeiter früher auf dem Gut. Da brauchte man so eine große Kirche. Ja, so sieht's hier aus. Die Gäste sind eingetroffen. An diesem Wochenende kommt keine Hochzeitsgesellschaft, sondern eine Studentenvereinigung aus Bonn. Einmal im Jahr feiert der Verein Alter Bonner Franken mit vielen ehemaligen Studenten seinen Jahresball in fürstlichem Ambiente. Der Schlossherr hat am Nachmittag stundenlang den Rasen gemäht. Jetzt mischt er sich unter die feine Gesellschaft. Ich arbeite nebenher, pass auf, dass alles gut läuft, aber wir sind auch heute als Gäste dabei, weil der Miteinladende ist einer unserer besten Freunde. Feiern im Schloss, das hatte es früher oft gegeben. Doch diese Zeiten kennt der Graf nur noch aus Erzählungen. Es gab früher im Schloss schon Feste hier. Also das letzte Fest war 1954, als mein Großvater aus der Kriegsgefangenschaft kam, aus Russland, hat man für ihn einen großen Ball gemacht im Schloss. Und dann war bis 1. Juli 2004 war kein großer Ball mehr im Schloss. Und dann konnte ich sagen, ja, das ist jetzt seit 1954 wieder der erste große Ball im Schloss. Das war natürlich eine tolle Sache. Tja, und jetzt haben wir es jede Woche.
Ein letzter Kontrollgang, bevor die Gäste aus dem Garten kommen. Die Studentenvereinigung hat sich für ein Buffet entschieden. Der Graf arbeitet mit verschiedenen Caterern zusammen. Den Ausschank hat Dominik von Spee unter eigener Regie. Bei den meisten Festen wird bis spät in die Nacht gefeiert und oft auch recht ausgelassen. Dominik von Spee sitzt am Tisch des Gastgebers, einer seiner vielen Freunde aus dem Verband junger Unternehmer. Der junge Graf denkt immer seltener daran, einmal selbst im Schloss zu leben. Die Veranstaltungen sind für das Unternehmen Schloss Ahrental zu wichtig. Warum also darauf verzichten? Da entwickelt der Graf lieber wieder eine neue Idee. Das letzte Ziel war, ja, ich will da einziehen. Es hat sich herausgestellt, dass es vielleicht im Moment noch nicht praktisch ist, da einzuziehen, weil es im Moment besser ist, solche Veranstaltungen zu machen. Die Ziele ändern sich dann halt und jetzt gibt es neue Ziele. Das kann sein, dass man sich ein neues Haus baut. Also vielleicht doch wie der Vater in den Schlosspark. Ja, ich meine, mein Vater hat es mir vorgemacht, er hat vielleicht doch recht. Wir Jungen zweifeln ja oft an den Aussagen der Alten. Und naja, wer weiß schon, wovon er redet. Verzichten auf ein Leben im Schloss. Dem Grafen verdirbt das noch lange nicht die Laune. Schließlich hat er wieder Leben nach Ahrental gebracht und das Schloss in neuem Glanz erstrahlen lassen. Kriegsgeschichten. Die Themenwoche in Dreisat. Und am Donnerstag ein deutscher Kriegsgefangener und ein englischer Offizier lieben dieselbe Frau. Kennen Sie den Mann? Liebe zwischen Hoffnung und Verrat. Der Spielfilm am Donnerstag um 20.15 Uhr. In diesem Land wird ziemlich viel geträumt. Kein Wunder. Vom Atlas bis zum Atlantik ein Gefühl von tausend und einer Nacht und das im 21. Jahrhundert. Das Abendland sucht hier den Traum vom Morgenland. Und die Marokkaner, wovon träumen sie? Im Sand der Sahara lassen sich prima Träume produzieren für die Leinwand. Dreharbeiten zu Aladdins neue Abenteuer, ein französischer Film und der gefesselte Mann auf dem Kamel ist ein französischer Schauspieler. In der Crew arbeiten aber mehr Marokkaner als Franzosen. Die Komparsen sind alte Hasen im internationalen Filmgeschäft. Denn regelmäßig zieht es die europäische und amerikanische Traumfabrik hierher. Großes Kino in der Wüste. Der viele Sand, die Kulisse, das Licht, die Landschaft, das ist schon was anderes als in Frankreich im Studio zu drehen. Und in Frankreich ist alles auch viel teurer. Vor allem Franzosen drehen gerne in Marokko, weil die meisten marokkanischen Crewmitglieder Französisch sprechen.
Bitte besonders fies gucken. Aladdin-Regisseur Arthur Benzacquen gibt letzte Anweisungen. 1962 mit Lawrence von Arabien wurde Marokko allmählich zum Hollywood Nordafrikas. Leonardo DiCaprio drehte hier Russell Crowe, Michael Douglas, Kathleen Turner und so weiter. Die Marokkaner haben unglaublich viel Filmerfahrung. Sie haben seit Jahren, ja seit Jahrzehnten enorm viele Dreharbeiten erlebt, auch große amerikanische Produktionen. Erfolgreiche Serien werden in der Stadt Ouarzazate gedreht, Games of Thrones, Atlantis. Und wir haben in Kulissen gefilmt, die Ridley Scott bauen ließ für Königreich der Himmel. Die marokkanischen Crews sind einfach stark. Sie arbeiten sehr, sehr gut. Top-Teams, die, wie praktisch, auch noch günstig sind. Die Produktionskosten sind in Marokko um gut die Hälfte billiger als in Europa oder Hollywood, wegen des niedrigeren Lohnniveaus. Aladdin war immer das Lieblingsmärchen der Französin Vanessa Guide. Jetzt spielt sie mit. Ein Traum ist wahr geworden in der marokkanischen Wüste. Die Hitze ist eine Herausforderung. Daran ist man einfach nicht gewöhnt. Manchmal hatten wir fast 50 Grad. Und du sollst so tun, als wäre alles gut. Das ist dann schon schwierig. Eine marokkanische Stadt wurde durch einen Hollywood-Film weltberühmt. As Time Goes By, unvergessen Casablanca, die melodramatische Liebesgeschichte aus dem Jahr 1942. Issam Chabah ist der Pianist in Rick's Café in Casablanca. Wenn ich das Lied gerade spiele, kommt oft jemand und sagt, könnten Sie es noch einmal spielen? Manche kennen das Lied gar nicht mehr. Und andere bitten mich, genauso wie im Film. Sie übernehmen praktisch eine Rolle. Rick's Café spielt mit den Träumen der Touristen, die in Scharen kommen. Eintauchen in Kultfilmambiente, sich fühlen wie Bogart, die schöne Bergmann. Aber die waren nie in Casablanca, saßen nie neben diesem Flügel. Casablanca ist komplett in Hollywood-Studios gedreht. Während ich spiele, stelle ich mir gern vor, ich wäre einer der Darsteller in diesem Film. Der Name, die Dekoration, die Musik, alles ist wie damals im Film und doch nur nachgebaut. Es gab nie ein echtes Rick's Café in Casablanca bis 2004. Da hatte die ehemalige US-Diplomatin Kathy Krieger eine clevere Idee. Als ich hierher kam, konnte ich nicht glauben, dass es nie ein Rick's Café gegeben hat. Und dann habe ich 4 Jahre lang daran gearbeitet, jemanden zu überzeugen, mit mir ein Rick's Café aufzubauen. Ich dachte, das wird automatisch ein Erfolg. Reisegruppen aus der ganzen Welt zieht es hierher, obwohl nicht eine einzige Szene in Marokko gedreht wurde. Ich habe es nicht gewusst, dass das nicht das Original ist. Ich habe gedacht, das wäre das Original. Den Film habe ich 4, 5, 6, 7 Mal schon gesehen. Gucke ich mir immer gerne an. Ich habe den Film im Flugzeug von Tokio nach Casablanca gesehen. Sehr guter Film. Ich bin wie Humphrey Bogart. Wussten Sie das? Die Produktionsfirma Warner Brothers hat alles anhand von Fotos aus Marokko nachgestellt. Sie haben den Film zu 100% am Filmset in Amerika gedreht. Sie hatten als Requisiten einige Lampen, die genauso aussehen wie meine. Weil ich wusste, was die Leute sehen wollten, bin ich durch Antiquitätenläden gezogen, um alte Lampen zu kaufen. Wie im Film wird Casablanca Anfang 1942 vom französischen Vichy-Regime beherrscht, der Marionette nach Deutschlands. Die Stadt ist während der Kriegsjahre eine Falle geworden für Flüchtlinge, die weiter wollen nach Amerika. Als der Film dann in die amerikanischen Kinos kommt, ist das echte Casablanca bereits eine befreite Stadt. Einige Marokkaner sagten nach unserer Eröffnung, es erinnere sie an das Casablanca der guten alten Tage.
als es hier Cabarets gab, Josephine Baker hier gesungen hat und die Jazzleute in die Stadt kamen. So war Casablanca früher. Das Casablanca von heute will für das moderne Marokko stehen, blickte lange lieber nach vorne als zurück. Und so ließen die Stadtoberen die architektonischen Spuren der französischen Kolonialherren verwittern. Art Deco und Bauhaus, in den 20ern und 30ern war Casablanca das Experimentierfeld französischer Architekten. Jetzt wird wieder renoviert. Heute ist Casablanca eine Mixtur verschiedener Baustile. Das Wahrzeichen der Stadt, die Moschee Hassan II., eine der größten der Welt. Vom Atlantik Richtung Atlas. Marokko zieht immer mehr Touristen an, ist zum Sehnsuchtsort geworden für westliche Besucher, die eintauchen wollen in ein bisschen Tausend und eine Nachtgefühl. Diese Kobra hat gleich ihren großen Auftritt. Noch wird im Schlangenkeller geprobt. Später sollen die Tiere von Hamouda und Ahmed auf dem Marktplatz von Marrakesch Touristen anlocken. Das ist der Job der Schlangen und ihrer Beschwörer. Schon als kleiner Junge habe ich mit diesem Metier angefangen. Das war der Beruf aller Männer unserer Familie. Mein Vater und mein Großvater haben es mir beigebracht und ich bleibe natürlich der Tradition treu. Eine Schlange kennt ihren Herrn nicht. Sie kann sich niemanden merken. Sie folgt unserer Technik, sie kann nicht hören, aber sie kann die Bewegung fühlen. Kobras, Vipern, Vater und Sohn arbeiten nur mit giftigen Schlangen. Eine durchaus eigenwillige Transportmethode. Ein Sack voller Schlangen, Expander drum und auf zum Jemaa el Fna'a, einem der spektakulärsten Plätze der Welt. Hamouda weiß, was die Besucher sehen wollen. Schnell die traditionelle Kluft übers T-Shirt. Die Touristen aus dem Okzident sollen träumen vom Orient. Hamouda ist behördlich zertifizierter Schlangenbesitzer. Das muss heutzutage so sein in Marokko, wenn man mit echten Giftschlangen arbeitet. Dreimal wurde Hamouda schon gebissen und hat nur knapp überlebt. Da ist es doch beruhigend zu wissen, alle Schlangen sind satt, haben Kalbsherzen verspeist vor der Show. Die Kobra ist am gefährlichsten und auch am schwierigsten. Sie kommt übrigens nicht von hier, sondern aus Ägypten. Ein Freund von mir lag nach einem Biss 9 Tage lang im Krankenhaus. Die Schlangenbeschwörer sind die lautesten auf dem Platz. Nicht wegen der Schlangen, weil die nun mal taub sind, sondern um Touristen anzulocken, damit die freiwillig ein paar Cent zahlen für das Spektakel. An einem guten Abend verdient ein Schlangenbeschwörer etwa 15 Euro. Die Schlange ist ein Tier, das man bei uns zu Hause nicht wirklich kennt. Es ist faszinierend, wie die Schlangenbeschwörer sie hier im Griff haben. Das hier ist wie ein riesiges Freilichttheater. Und hier ist so viel Bewegung. Hier passiert so viel, was unserer Kultur fremd ist. Wohl nirgendwo sonst in Marokko bedient das Morgenland so perfekt die Träume des Abendlands. Seit 2001 ist der Jemaa el Fna'a UNESCO-Weltkulturerbe. Wir ziehen mit unseren Schlangen die meisten Leute an. Ohne uns Schlangenbeschwörer wäre der Platz nicht das, was er ist. Ohne uns geht es nicht. Gaukler, Händler, Köche. Vergessen scheint der schreckliche Terroranschlag von 2011, als 17 Menschen hier starben. Der Hohe Atlas.
Historiker aus der Antike sahen im Atlas die westliche Grenze der damals bekannten Welt. Südöstlich der spektakulären Passstraße beginnt die Wüste. Traumkulisse für die Traumfabrik, vor allem rund um die Stadt Ouarzazate. Das ist Jerusalem, Bagdad, Rom oder wahlweise auch Afghanistan. Diese beiden, die wir treffen, haben hier schon gedreht. Sie sind gefragte Komparsen. Für 25 bis 100 Euro am Tag geben sie Osama Bin Laden für Dokumentationen oder auch hier.